Gott, ist das leise. Ihr Liebe. Das ist so gut. Dreh mal die Kamera ein bisschen. Ah, okay. Da brennt ein Schiff! Rammes! Ja! Hatte ich vor. Cheerio! Miss Sophie! Same procedures every fucking time! Ich kann nichts einsammeln. Ich kann leider nichts einsammeln. Oh, Frechheit. Achso, das muss das erstmal nochmal. Nee, ich bin weg. Vielleicht hättest du es nicht zerschießen dürfen. Zerrammen. Doch. Vielleicht hättest du es zerschießen müssen. Doch. Nein, was? Okay, das finde ich jetzt ein bisschen übertrieben, dass man relativ weit rausfahren muss. Wieso? Wir fahren ja nach Principe. Wir fahren nach Afrika. Achso, ich dachte, wir fahren jetzt nach. Lautet der Kurs, Principe, Steuermann. Wir segeln zur Küste von Afrika. Ja, ja. Es ist eigentlich ein Wunder, dass sich da keiner wehrt. Was? Bei der Überfahrt nach Afrika. Stimmt, weil es ja bloß einen Weg nach Afrika gibt von Amerika aus. Wie sollen die sich wehren? Das ist das verdammte offene Meer. Nein, ich meine. Achso, du meinst von der Crew? Ja, genau. Achso. Weil das doch immer, weil das oft einfach Fahrten waren, wo einige nicht überlebt haben. Psst. Assassin's Creed überlebt jeder. Ja, also, Eddie ist Captain, das wird schon. Da haben wir den Zuckerhut. Was naja, ist hoch, aber süß, das kann ich jetzt nicht zu sagen. Aber dead? Wir müssen Schiffe versenken. Ah, okay. A4. Verdammt, das wollte ich gerade sagen. Zu langsam. What the... Kamera, könntest du bitte das machen, was ich dir sage? Was ist das? Was? Was ist was? Ah, da hinten war... Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Schön! Gib mir etwas Fahrt! Bereit zum Feuern, Captain! Warten hoch und große! Okay, es will gerammt werden. Alles klar für den Aufprall! Konzentrier dich aufs Ruder, Captain! Feuer! Schwachstelle ist umgeschützt! Schießt! Feuer! Feindliches Feuer! Feuer! Captain, sie feuert mehrere Salven! Vorsicht, du fährst Richtung. Ich weiß! Okay. Feuer! Yay! Yeah. Lass uns. Pulverfässer zerstören, okay. Lass uns ändern. Wir müssen Pulverfässer zerstören. Das ist meine Spezialität. Du Pfosten! Wie hast du dich gerade genannt? Ah, Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, da hat wohl jemand einen schlechten Tag. So. Auf und ab und ab und auf und ab und an und... Nein, da ist kein Schuss mehr drin. Ah, verdammt. Nein, da ist kein Schuss mehr drin. Schalalalalala. Na 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 na. Ah, fast. Diese Spanier. Ja. Sieht aus, ne? Jo. Sind halt Templer. Ja, vielleicht schauen sie deshalb so komisch aus. Das kann es natürlich auch sein. Okay, du brauchst noch eine Viere. Passt. Oh! Oh. Ich hab ihm gesagt, das kann ins Auge gehen. Er sah es eindeutig kommen. Tja. Er hat ein Auge für sowas. I'm Eddie Kenny. Stimmt. Hey, I'm Captain Eddie. Eddie Kenny. Es geht. Es ist nur Geld. Und Geschosse. Ah. Und ich kann bloß die Jackdaw reparieren. Ah. Toll.
Guck mal, das sind halt noch die anderen Schiffe da. Die machen wenigstens keine so großen Probleme. Ach, Schande. Bereit zu schießen, Captain. Feuer! Nice. Ich hab das Auge. Was machst du jetzt? Das Adlers. Ja, genau. An Steuer, Captain. Oh nein. Du hast uns in Stücke. Feuer! So schnell kann's gehen. Ja. So, jetzt müssen wir es da vorne erreichen, Lukas. Jo. Erreichen wir das? Ich denke schon. Können wir das schaffen? Jo, wir schaffen das. Buddel und Bob. Oh nein, bitte nicht. Ich kenne das nicht. Ich habe Bob der Bausmeister nie gesehen. Was, Bob der Bausmeister? Bob der Baumeister. Kommt bald zurück, die Crew wird schnell unruhig hier draußen. Das ist doch nur Afrika. Ja, ist in Afrika. Das ist ein komplett anderes Klima und andere Kontinent, aber... Und weit weg von zu Hause. Stopp mal. Die sind eh überall zu Hause. Aber... Ja. Das ist meine Lehne. Aber du lehnst da hinten nicht drauf. Ja, weil du drauf... Nee. Hat er sich gerade die kaputte angetogen? Ja, er hat sich die kaputte angetogen. So, willst du da jetzt hochklettern, bitte, Eddie? Was Eddie? Oh mein Gott, bist du... Bist du beschränkt? Ich muss jetzt irgendwas sagen, sorry. Mhm. Also natürlich nicht gegen dich, sondern gegen Eddie. Ja, schon, ja, das habe ich auch gehofft. Ja, keine Sorge, ich bin ja... Ich würde dich niemals beschränkt nennen. Außer du wärst in einem zu kleinen Aufzug. Ja, dann würde ich dich eingeschränkt nennen. Ja. Naja, oder um das Wort wird es halber tatsächlich beschränkt. Oh. Weil eingeschränkt ist noch nicht beschränkt genug. Nein. Das ist mir noch nicht wortwitzig genug. Nein, das Wort wahnwitzig gibt's nicht. Ich rede tatsächlich ganz bewusst von wortwitzig. Ein Schlafball. Oh, Schlafball, den kannst du brauchen. Vermutlich. Vermutlich, sagte Lukas. So, lass uns in die Insel reingehen. In die Insel, nicht auf die Insel, nein. Wir sind Höhlenforscher, wir gehen in die Insel. Und laute Höhlenforscher sind wir, oh ja. Au! Er frisst deine Granate selbst. Ja, das sind die ganzen Fässer noch mit explodiert. Ja, ich hab's befürchtet gehabt. Das ist ein Affe. Was passiert, wenn du mit dem Schlafpfeil abschießt? Dann schläft er ein. Was? Frechheit. Was passiert, wenn ich etwas mit einem Schlafpfeil beschieße? Ich meine, aber fällt er dann runter und stirbt, weil er sich das Genick bricht, oder? Captain Kenway. Schon wieder eine missliche Lage, Roberts. Wir sollten endlich damit aufhören. Hör auf, mir zu folgen und dein Wunsch wird wahr. Das ist doch nicht nötig. Du weißt, ich stehe zu meinem Wort. Unser Captain Howell starb heute bei einem portugiesischen Angriff. Der sture Narr. Ich warnte ihn nicht, an Land zu gehen. Das wurde inszeniert. Von den Templern Burgess und Cockram. Dieselbe Brut, die dich nach Havanna brachte. Ah. Ich fürchte, es macht keinen Sinn, vor den Templern zu fliehen, oder? Es ist wohl an der Zeit, zurückzuschlagen. Dieser Tonfall gefällt mir. Und ich weiß auch genau, wie. Doch diese Männer, Cockram und Burgess, die dürfen nicht entkommen und von meiner Flucht berichten. Niemals. Glaub mir. Falls du Männer von meiner Crew siehst, tu ihnen den Gefallen und schick sie her. Ich tue, was ich kann. Aber natürlich mach ich das. Hallo? So kann man es auch machen. Hi. Hast mich nicht gesehen. Meine Kapuze schaut nur raus, aber hey.
Chillen. Burgess und Cochrane aufspüren. Woo! Schön. Danke. Ich gebe mir allergrößte Mühe. So schaut's nicht aus. Das ist so. Ja, Spaziergang. Vorsicht, Wachen. Du willst unbedingt hier alle loswerden, oder? Klar. Den einen von vorne, den anderen von hinten. Oh, Vorsicht, Turm mit Scharfschützen drauf. Oh, nee, fast. Yay. Rettet. Oh, okay. Schön, danke. Idiota! Das ist ein mächtiger Tritt, ist das. Fusoda! Irgendwann muss man auch aufhören. Aschmann. Ich weiß nicht, wovon du sprichst. Aufhören. Hallo, es geht um das Skyrim-Theme. Elder Scrolls-Theme, bitte. Ja, stimmt eigentlich. Thema. Obwohl, in der... Ja, Theme, Thema. In der Aufmachung ist es schon das Skyrim-Theme. Auch Morrowind. Ah, ich glaube, da war das anders rhythmisiert. Nein! Oh, verdammt. Ja, wie schön. Hüpfst du mir einfach mit. Schön! Danke. Tja. Der hat es uns einfach gemacht. Hast du verkackt? Ich hätte gar nicht hier rein nur gemusst. Schaut ganz danach aus, aber da ist noch ein Aussichtspunkt, genau. Das war's wert. Morgen! Gute Nacht. Guten Abend, gute Nacht. Wieso lässt du dich fallen, Eddie? Was hast du scheiße gemacht? Ach, schwer. Meinst du? Ja. Voll. Hi. Da ist er. Da ist der Synchronisationspunkt. Ich find's immer so schön. In diese Thumbnail-Suche. Das sind Portugiesen. Schau mal, die portugiesische Wappen. Wow. Die portugiesische Wappen. Gucke, die portugiesische Wappen. Okay, man kann sie noch nicht sehen. Aber ihn hier kann man überraschen. Oh, der lange Arme. Eddie hat echt lange Arme. Ja. So werden es Stück für Stück weniger. Was ist mit der Patrouille? Nee. Was soll mit der sein? Boah, ich finde es echt... Come on! Was, wenn du auf das Fass schießt? Geht es hoch? Yep, das geht hoch. Schweig, du Narr! Oh, okay. Ah, schön. Oh, da hinten sind die beiden. Steht auf und hievt eure Ärsche zum Hafen. Wir lichten den Anker. Nichts leichter als das. Das war aber einfach.